Shall we begin? Let's begin now. Hallo, Jörg Fuhrmann hier vom Freiraum-Institut. Heute ein Video zum Thema Hilfe, ich werfe mein Geld zum Fenster raus oder Hilfe, ich lande unter der Brücke, Trance. Ja, also die Hilfe, ich lande unter der Brücke, Trance, ist ein alter Klassiker von vielen Menschen, die auf dem Weg sind, sich selber zu verwirklichen. Viele Menschen, die auf dem Weg sind, in ihre eigene Kraft zu kommen, in ihr eigenes Selbst zu kommen, in ihr Herzensprojekt zu kommen, dass sie eben, also diese Art von Trance, die sie eben daran hindert, genau das zu tun an einem bestimmten Punkt, weil sie Angst haben, Sicherheiten aufzugeben. Wieder andere haben die erste Variante am Laufen. Sie kaufen sich unzählige Dinge, die sie sich selber überhaupt nicht leisten können. Das heißt auf Pump, ja, Kredit etc., Leasing und so weiter. Und beeindrucken damit Leute, die sie überhaupt nicht mögen. Ja? Also das heißt, die meisten Dinge davon braucht man nicht. Und die meisten Leute, die man beeindrucken will, die mag man nicht. Und dafür läuft man dann die ganze Zeit in diesem Hamsterrad, das von innen nachher dann auch noch autosuggestiv so aussieht wie die Karriereleiter. Ist sehr anstrengend. Sehr anstrengend und wenig hilfreich. Und dazu kommt ja, dass man am Ende meistens sowieso nichts mitnimmt. Also außer ein Freund von mir sagt immer, ist doch ein guter Deal, wir kommen nackt und gehen im Anzug. Ja, okay, kann man so sehen, ja. Es ist so, dass wir, ich meine, das ist sowieso ja nur Papier mit irgendwelchen Zahlen drauf, da steht noch nicht mal eine Banknote drauf, also das ist mit den Euros ja so eine Sache. Das ist ja in der Schweiz noch ein bisschen besser. Grundsätzlich ist das Geld ja sowieso eine große Illusion. Dennoch haben wir alle ein Commitment, dass es als Tauschmittel nach wie vor einen Wert hat, obwohl es natürlich an sich völlig wertlos ist. Wenn man an die große Rezession denkt in Deutschland, Anfang des letzten Jahrhunderts, dann konnte man damit noch die Kamine beheizen. Ja, also das war, wenn dann einer eine Schubkarre voll Geld zum Bäcker gefahren hat, um Brot zu kaufen, dann haben sie ihm die Schubkarre geklaut und das Geld auf den Gehweg geschüttet. Ja, also das ist sowieso sehr relativ. Das heißt, wir haben uns im Grunde sowieso an etwas gekettet und geheftet, was an sich intrinsisch keinen Wert hat. Ja, schon, also das ist an sich schon verrückt. Wenn man sich dann noch vorstellt, dass bestimmte Leute und Institutionen das einfach erschaffen können, ohne dafür einen Gegenwert zur Verfügung zu stellen, das ist schon spannend. Und dafür verschuldet man sich. Man bringt sich in Schuld. Also das, ich hatte das in dem Vortrag bei Stanislav Grof auf der Konferenz in Prag letztes Jahr, vorletztes Jahr als Thema, dass wir eben nie aus diesem religiösen Schuldkomplex rausgekommen sind, was ja auch ein transpersonales Thema ist. Und dieses ich lande unter der Brücke Trance, das ist in unserer modernen Kultur, hat das in ähnlichen Stellenwert wie in der Antike, würde ich sagen, oder in alten Kulturen, wenn man quasi verstoßen wurde oder wenn man einfach, im Mittelalter, wenn man zum Beispiel da jetzt ein Sünder war oder ein Ketzer, ich glaube, das ist so ein bisschen so ähnlich. Und dieses Schuldthema hängt da ja auch voll drin, also in dieser geschichtlichen Thematik. Das heißt, die Menschen waren eigentlich die ganze Zeit darum bemüht, keine Verbote zu übertreten, keine moralischen Regeln zu verletzen, zumindest vordergründig darum bemüht. Und um eben dieser Gefahr zu entgehen, aus der Gemeinschaft nicht verbannt zu werden, weil das war meistens gleichbedeutend mit Tod. So, und und das hat die Kirche natürlich sehr gut instrumentalisiert mit dem ganzen Ablasshandel nachher. Wenn der Groschen im Kasten klingelt, deine Seele aus dem Fegefeuer springet, so der erste Marketing-Slogan von Tetzel und anderen, also die das dann verbreitet haben hinterher, um ordentlich Kohle einzusammeln.
Das ist natürlich eine einfache Geschichte, dass man auf diesem Weg dem Menschen suggeriert hat, wenn du auf der weltlichen Ebene alles abgibst, dann bist du auf der spirituellen Ebene hinterher rein und frei. Also es ist ja nicht weg, es hat nur jemand anders so, ja. Das ist schon bekloppt, ja. Also wir verwalten das dann. Und das war ja schon immer so, dass auch in Delphi und so weiter, da haben die Priester eben gesagt, okay, das waren eigentlich die ersten Banken, packt das mal in das Häuschen da vorne rein, wir haben da auch einen Schlüssel für und eine Tür, die schön zugemacht wird und zwei Wachen, die davor stehen, damit das keiner klaut, das gehört ja den Göttern. Und so hat man das letztendlich den Leuten, die ein Bedürfnis nach Spiritualität, haben die sich im Grunde da quasi freigekauft oder eingekauft etc. Das ist natürlich auch heute noch so, da hatte ich ein anderes Video zu gemacht, da ging es dann um Therapie. Das Therapie könnte man jetzt sagen, ach Fuhrmann, jetzt habe ich dich ertappt. Dein Angebot ist ja auch nicht kostenfrei. Das stimmt, das ist nicht so, weil wir eben, wie gesagt, in dieser Welt das Commitment haben eines Tauschgeschäftes. Die Frage, die dahinter steht, ist aber eher die, wofür gebe ich diese Tauschmöglichkeiten, die ja letztendlich nicht mehr sind als eine Art von Energie, wo stecke ich die rein? Und stecke ich die in Dinge, die nächste Woche irgendwo aufgrund von geplanter Obsolenz irgendwo verrotten, weil das nächste iPhone steht bestimmt vor der Tür und das muss man unbedingt dann haben, dafür übernachtet man auch im Schlafsack vor dem komischen Laden mit dem Apfel, ja, oder wo steckt man das rein? In sich selber, in seine eigene Entwicklung oder eben in Dinge, die man sich nicht leisten kann, ja, also das ist also die Frage. Ich bin heute auf dem Standpunkt angekommen, dass man doch seine Freiheit dafür sehr stark opfert. Und ich war auch in einer Zeitphase meines Lebens, war ich auch mit einem Bauprojekt befasst, wo ich heute froh bin, dass wir es nicht gemacht haben. Weil einfach der Preis ist sehr hoch. Man hängt dann dauerhaft am Fliegenfänger und muss einfach gucken, dass das da reingeht und man ist im Grunde ein Gefangener dieser Strukturen und man kann relativ wenig, man hat relativ wenig Spielraum. Und das erlebe ich hier im Coaching bei Menschen immer häufiger, dass sie sich auf lange Sicht tak, tak, tak mit Raten und Raten und Raten für verschiedenste Sachen etwas ans Bein gebunden haben. Die Zinsen sind ja so niedrig und so, ne? Und damit eigentlich ihre Seele verkauft haben an wen auch immer. Und daraus resultieren häufig dann nachher große Ängste. Und man merkt eigentlich, dass diese Produkte, die Ängste irgendwie auch kompensieren oder nehmen sollten für eine gewisse Zeit, das nach einer gewissen Zeit schon nicht mehr tun. Das heißt, dann ist man wiederum auch doppelt gefangen. Ja? Also man hat sich im Grunde selber auf den Arm genommen, weil man sich was suggeriert hat, was gar nicht eintritt in dem Fall. Und in diesem Sinne ist es wichtig, wirklich A, zu gucken, dass man in der heutigen Welt den Zugang, den Schlüssel zum Tauschmittel hat oder erhält, wie auch immer, ja, natürlich nur auf legalem Wege. B, dass man schaut, wie man das adäquat und sinnvoll gemäß des eigenen Lebensplanes einsetzt, ohne sich dafür zu sehr irgendwo zu versklaven, ja. Und C, wenn man dann merkt, man möchte aus den bestehenden Strukturen, die man sich geschaffen hat, vielleicht raus und etwas verändern, wie kann ich diese Ich-werde-unter-der-Brücke-Trance landen in den Griff kriegen? Weil das ist wirklich ein wichtiger Aspekt und da geht es um eine ganz alte, tiefe, existenzielle Angst, die Menschen immer wieder auch hier mitbringen. Und ich bin schon immer ein Freund davon gewesen, auf verschiedenen Standbeinen zu stehen und verschiedene Dinge zu machen, nicht alles auf eine Karte zu setzen. Und dazu lade ich meine Klienten auch immer ein. Wenn ich Coachings gemacht habe 2005 oder 6 oder 7, dann waren die noch viel mehr so, ja, folge 100% deinem Seelenweg oder Herzensweg und es wird schon so werden. Wir sind jetzt ein paar Jahre weiter, also um genau zu sein 14 Jahre.
Und die Krise hat angezogen, würde ich sagen. Und ich glaube, sie wird noch mehr anziehen. Und das würde ich heute so nicht mehr machen im Coaching oder mache ich schon lange nicht mehr so. Ich würde immer gucken, dass Leute auf eine, ja, da eine Klarheit kriegen, was brauchen sie und dann auch zu schauen, was sie, ja, was sie riskieren können, ohne dabei völlig Schiffbruch zu erleiden. Das wäre also ein wichtiger Aspekt dabei. Und in diesem Rahmen sich dann den Freiraum etwas mehr zu erweitern und auszudehnen, sodass dieser Faktor unter der Brücke Trance möglichst klein und gering bleibt. Ja, natürlich muss man, wenn man in die Freiberuflichkeit geht, immer ein Risiko eingehen. Und diese sogenannte Unter der Brücke Trance ist auch ein Faktor, der einen letztendlich nachher ein Stück weit am Laufen hält und kreativ hält und etwas, ja, antreibt, etwas zu machen, Neues zu lernen, sich zu positionieren, mit Menschen zu interagieren und so weiter. Das hat man sonst vielleicht nicht, ja, wenn man die Sicherheit sucht und hat und behält. So. Und das ist also auch wichtig, ein wichtiger Faktor auch. Ist nicht nur schlecht. Ja, also in diesem Sinne, ja, wünsche ich allen viel Kraft und Klarheit bei der Unter der Brücke Trance und gucken Sie da drauf oder schau du da drauf einfach mal, wie du dich aufgestellt hast bezüglich deiner Freiheit oder Abhängigkeiten und Verbindlichkeiten und wie du dich verschuldet hast im doppelten Sinne. Also möglicherweise bist du ja auch emotional oder spirituell verschuldet und das spiegelt sich auf deiner monetären Ebene wieder. Also, in diesem Sinne, schöne Grüße.